Hallo und herzlich willkommen hier zu GTA Vice City mit einer handelsüblichen Anmoderation von mir, dem Tramp, und der Markox hier, der lacht sich nebendran ein wenig ab. Eigentlich grinse ich nur dämlich. Es ist... Und wir gehen jetzt hier zum Telefon. Nee, mit dieser Kamera bitte nicht. Telefon. Da gibt's ja nicht von Lady Gaga aus ein Lied. Telefon. Ja, vermutlich halt tot. Egal. Ich weiß es nicht. Kann aber sein. Also wenn es da ein Telefonlied gibt, dann ist es gut. Das finde ich geil. Muss man mal gucken, ne? Und zwar ist das geiler als die geile Tram von Saints Row 4. Ist doch geil. Am Anfang sah die ein bisschen scheiße aus, aber jetzt sieht sie richtig geil aus. Finde ich. Und nicht schlecht. Trotzdem an das eine Dekolleté von Warface kommt nix hin. Von der Katrin. Ja, von der Katrin. Scheiße, wo fahr ich denn hin? Nee, doch, du musst zum Flughafen, das passt schon. Ah ja, okay, alles klar. Von der Katrin, die Ego-Shooter-Queen. Ja, genau. Wahrscheinlich steckt da ein Junge dahinter, der hat gedacht, ich schreibe mal Mädchennamen hin. Und dann denkt sie, what the fuck, was ist das für eine Gamerin? Dabei ist es ein Gamer. Nee, ich kenne schon ein paar Gamerinnen, also die ziehen ordentlich was. Leck mich fett. Wieso machst du dann mal mit denen kein Projekt? Ja, die sind nicht so begeistert davon. Also, eine, die war sogar mal kurz im Kanal mit 1.500 Abonnenten, die hat mich mal gefragt, ob wir mal so was machen sollen. Hat sie gesagt, ja, aber das sind leider meine Männer nicht so damit einverstanden. Hm. Naja. Wenn ihr mit uns zusammenarbeiten wollt, könnt ihr gerne anfragen bei uns, ne? Auf jeden Fall. Wenn wir 20.000 Abonnenten haben, nichts dagegen. Habt Deutsch Sprachschwäche. We'll walk through the crowd and ask someone the time. We must kill that person, retrieve the case and take it to the location taped under the phone. Okay. Nee, es reichen auch schon 50 Abonnenten. Soll man da... Nee, Moment, eigentlich sind die Abonnenten egal. Hauptsache ihr habt die richtigen Spiele, die wir auch haben. Das ist das Wichtigste. Aber... Was müssen wir jetzt denn jetzt genau machen? Wir müssen jemand ausschalten, den Koffer nehmen und... Ist es nicht drin im Flughafen? Müssen wir. Ich glaube, wir müssen da rein. Hm. Ah, da gibt's ein Präzisionsgewehr. Das müssen wir holen. Also rein da. Wir haben Präzisionsgewehr. Ja, da müssen wir ja alles wieder abgeben. Distanz. Ah, aber nicht gleich draufballern. Sonst ist die Mission gescheitert. Und ja, keinen Schuss loslassen. Du musst ja erst noch ein bisschen näher ran. Ja, ich guck dir das mal an. Das ist auf jeden Fall. Es ist ein R, glaube ich mal. Nee, es ist nicht die, würde ich mal behaupten. Es ist ein Zwiller, okay? Bin mal gespannt, ob die Halt nicht so schnell, schön vorsichtig. Warum, was muss ich denn überhaupt machen? Also, du musst aufpassen auf die Distanz, wenn er dich sieht, hast du Pech. Du musst den, guck, die machen jetzt eine Übergabe und dann kannst du draufballern. Aber halt nicht, du musst immer den Balken im Blick haben. Das ist eine Twist auf jeden Fall. Distanz, Distanz. Da gibt es dann noch eine Anweisung, wenn du abballern kannst. Okay, gut. Glaube ich mal. Ja, sonst handle ich zu voreilig. Das wollen wir ja nicht. Ne, wobei, jetzt kannst du eigentlich schon. Baller ihn mal ab, das wäre schon längst gekommen. Oder ne, wobei, warte mal, wenn das die zwei sind. Da ist überhaupt kein Punkt mehr. Ich habe das überhaupt keinen Plan. Heilig. Ich glaube, du musst den Penner töten. Was ist, wenn ich sie töte? Weiß ich nicht. Ist das sie überhaupt? Also ich habe es komplett aus dem Auge. Oder? Ja. Nein. Welcher rennt da jetzt weg? Da. Der. Nee, das ist nur der Bodyguard. Wer rennt da jetzt weg? Egal. Aber
Ich glaube, das war der Behinderte, also der Penner, der läuft erst so dämlich und dann kann er rennen. Müssen wir nochmal hier checken. Also irgendwie ist so ein bisschen... Das kannst du nicht überspringen. Das ist ein bisschen uneindeutig. Ah, sie müssen die betreffende Person abschalten. Okay, alles klar. Behalte die Frau, ja, auf den Empor. Ah, das ist die Schlampe. Was, erledige nicht die Frau? Nein. Das heißt, sobald die gesprochen haben, musst du den Mann killen. Richtig. Können wir es locker hinlaufen. Gehen. Was? Wechsel doch auf Faust. Kannst du nur sprinten. Ich will ja nicht sprinten. Und dann halt nicht. Ne? Hier. Der läuft schon irgendwie bescheuert. Ja, aber hallo, ey. Aber hallihallo. Aber hallihilli, hulu. Hunulu. Hunululu. Hunululu, Baby. Dalalam, pam, pam. Dadadam, pam, padam. Padadam, pam, pam. Hunululu, Baby. Jetzt ballert drauf. Auf den Mann. Der andere ist nur ein Bodyguard. Gut. Oh, heil! Du musst aufpassen, dass du... Ah, das ist gut. Zum Amu Nation in Downtown. Downtown. Was ist denn das? Eine Fernsehserie? Nee, oder? Nein, das ist so ein Theater. Theater? Nimm doch unsere Waffen mit. Ich weiß. Den Hunter würde ich nicht nehmen. Das ist zu schwierig, da reinzukommen. Da bist du ja schneller tot, als ganz die Polizei erlaubt. Warum kommen jetzt gerade keine Autos, wenn man es braucht? Jetzt wäre eins vorbeigefahren. Ja, dann musst du halt die Polizei erschießen. Da kommt doch eins. Das nehme ich, egal was für eins ist. Nein! Na, das bringt nichts mehr. Du kannst es eh nicht. Ja, schnauf durch, wart bis Polizei kommt, steige in den Polizeiwagen. Das ist immer so bei GTA. Wenn man es braucht, kommen keine Autos. Das ist immer ja, aber das ist hier, glaube ich, mit Absicht so gemacht. Dass da wenig Autos kommen. Gut. Okay. Dass wir ja nicht so viel Munition verballern. Yes. Oh, Mann, hier. Oh, nee, das war irgendwie voll klar, Mann. Das ist Spezialeinheit. Die haben auch so Bomben wie du und musst dir aufpassen. Och, nee. Ja, nimm den normalen Polizeiwagen. Nimm den Polizeiwagen. Ah, was habe ich da wieder gemacht? Ich darf ja nicht aufs Auto drauf. Gut, steig da ein. Zum Schluss auch relativ doof. Schnell zu fahren. Ja, das ist gut. So, und jetzt schön konzentriert. Du musst jetzt nach Downtown. Ich bin dein Navi. Navigation Apple. Flieg einmal nach oben, dann kann ich besser sehen. Links. Oh! Toll, ey. Ich hasse diese Typen. Alter. Das ist aber keine Polizei. Das ist irgend so eine andere Spezialeinheit, wo hinter dem Koffer. Oh. Gehst du mal bitte raus? Danke. Nimm den anderen. Nimm den, ja. Den Wagen. Du hast gleich eh kein Leben mehr. Kurz, steig ein. Schön vorsichtig und... Ja. Ja, vorsichtig. Oh, da ist noch Polizisten gewesen. Egal. Ja, die ja nicht verhaftet. Schön vorsichtig. Wir haben 4 Sterne. Mmh.
Fall verfolgen uns Polizei und diese Spezialeinheit, wo hinter dem Koffer her ist. Ja, danke, Mann, ey. So lobe ich mir das. Scheiße ist halt natürlich auch, dass der Wagen jetzt brennt. Nee, scheiße ist auch, du kannst auch keinen Polizeiwagen umlackieren. Ah, das wird so, glaub ich, nix, ja. Also Polizei, Auto, nee, das mache ich nicht mehr. Ich warte, bis ein normales Auto kommt. Das mache ich. Gibt's hier kein Taxi? Siehst du eins? Nö, scheiße. Das ist ja auch kacke, da gibt's jetzt gar kein Taxi hier. Was auch scheiße ist, dass, was ist denn, dass es hier nur Busse gibt? Ja, fahr halt mit dem Bus, bevor du da nach so einem guten Auto suchst. Bist du mit dem Bus schneller dran? Mit dem Busch. Busch. Frage ist jetzt natürlich, kannst du mit einer PCG oder wie die auch mal heißt, in den Terminal reinfahren, beziehungsweise durch das Sicherheitsding? Ich würde mal sagen, nee, oder? Weiß nicht. Ja, wenn wir einer sehen, nimm den Komet. Ist jetzt egal. Das Auto ist sowieso weg. Meinst du? Ja, ist so. Ja, ja, und dann zum Schluss steht wieder dieser Wagen da, mit dem, wo wir gekommen sind. Ich sehe schon. Übrigens, die halbe Stunden Parts, die muss ich nochmal halbieren, die sind zu lang, die kann ich nicht kopieren. Wie nicht kopieren? Weil die Datei zu groß ist, kann ich die nicht kopieren. Kopieren? Mhm. Scheiße, wir haben jetzt ja nie mal Waffen. Ja, egal. Ja, wir klauen jetzt kein Polizeiauto mehr, das ist doof gewesen. Was anderes blieb uns nicht übrig. Ja, trotzdem, nee. Wir sind geduldsam. Verschwiegen. Ja, wie geht das denn? Ja, Motherfucker. Motherfucker, Motherfucker, Motherfucker. So, das muss ich gerade mal kurz gucken. Ist ja schnell gegangen. Halt das Präzisionsgewehr! Ach ja, du hast ja recht, das haben wir ja gar nicht dabei. Jetzt kannst du ja nochmal gucken. Oh, sieht die Scheiße aus. Übrigens, ich muss ja nachher noch unser Über den Wolken vorspielen. Da meint man, eine Person hätte zweimal synchron gesungen, so hört sich das an, ohne Witz. Das ist praktisch wie wenn du dir zwei Samsung ans Ohr hebst und genau dasselbe Lied laufen lässt. Und zwar in der genau selben Minute. Mhm, okay. Ja, da hauen wir heute noch die zwei Bose-Videos raus. Ja, müssen wir dann gleich renderen. Da kümmere ich mich dann. Ich mach das von hier. Weißt du, und so wie es jetzt momentan läuft, so bin ich eigentlich ziemlich happy. Ui. Ui. Wie viel Uhr? Hier noch ein Aktenkoffer, danke. Vielleicht kannst du gerade alle beide erschießen. Na, wohl eher nicht. Aber mach den platt. Ja, jetzt kannst du dem seine Bumme nehmen. Die ist nämlich gut. Gut, und raus hier. Raus die Maus, ne? Tatsächlich, der Wagen ist weg. Dafür wartet der Polizeiwagen. Sehr cool, wenn ein anderer Wagen auf uns warten würde. Ja, zum Beispiel unser Anwalt. Ohne meinen Anwalt sag ich... Du darfst aber nicht vorlaufen, denn sonst laufst du der Spezialeinheit direkt ins Messer. Nimm lieber so einen Polizeiwagen, weil da macht so keinen Sinn. Wobei, da halt, da war gerade ein Taxi. Jetzt ist natürlich wieder weg, weil du... Da! Ja, sehr gut. Und dann aufpassen, ne? Also ganz cool down, ne? Stinger. Ja.
Ja, den kenne ich noch. Am besten fährst du da irgendwie langsam oder schnell vorbei. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen die da jetzt hier rausgeschossen. Boah, der hat gut getroffen, mein lieber Scholli. Ich muss ja halt sagen, wohin? Ich muss mich selbst fahren. Ja, das passt. Toll. Ja, danke, meine Güte. Das ist wirklich krass. Das ist da gibt's ein Bumsrohr. Vielleicht haben sie dich jetzt ja verloren. Da hättest du deinen Wagen umlackieren lassen können, dann hätten sie dich nicht mehr erkannt oder du hättest zumindest die Polizei nicht am Hals. Oh. Boah, steig da mal ein, wahrscheinlich ist eh zugeschlossen. Ja, scheiße. Mann, fünf? Du hast nur noch fünf, scheiße. Aber die Mission ist echt kacke. Die geht nicht, ne? Die ist scheiße, die ist richtig scheiße, ey. Verdammt schwillig. Sollen wir nochmal anfangen und den Part einfach verwerfen? Warum? Es geht schon länger als 20 Minuten. Ist egal. Habe ich wieder Probleme mit dem Kopieren. Weil es zu lang ist. Wo kopierst du es hin? Auf meine Festplatte. Ich verstehe es gar nicht. Ja, falls hier mal mein System irgendwie zusammengeschossen wird. Oder die von MIFCOM da irgendwas verbauen, habe ich da lieber eine doppelte Sicherung. Und außerdem, wenn ich irgendwo anders was hochlade, muss ich die mitnehmen. Deswegen habe ich da eh alles drauf. Also, verstehst du jetzt, was ich meine? Dummer Junge. Halt mal. Ah nee, fahr einfach mal hin. Ich versuche mal die Mission. Ich versuche sie mal. Ja, danke, dass er mal genau in die Richtung ausweicht, wo ich auch ausweichen will. Futz. Oh, sorry. Ach, nix. Ich zahle dir ein bisschen Geld und dann passt das. Wir haben ja viel, ne? Weißt du was? Du bist scheiße, Fotz. Sollen wir es vielleicht wagen, in die Army Base zu gehen und den Hunter zu klauen? Mit 100 Leben? Ohne Rüstungsgedöns. Wir wechseln einmal kurz. Ich will die Mission auch mal versuchen. Ja, try du. Try, baby, try. So, jetzt pass auf. Das wäre doch gelacht, wenn wir das hier nicht hinkriegen würden. Die Waffe, die hämmert sicher. Jetzt kommt hier wieder der Profi. Scheiße, der Balken! Wieso lauft die denn so langsam, die olle Schachtel? Ich hoffe nur, dass die mich nicht entdeckt. Das ist natürlich... Gut. Das wäre das. So. Dann... So. Haben wir hier mal die Wachmänner am Hals. Das sind schon die Polizeiwagen. Die Polizei, die ist so geil.
Komm, steig da rein, Tommy. Tommy macht ja nichts. Vielleicht gibt es ja auch noch einen anderen Weg hier vom Gelände. Ja, fahr anders. Gibt es da nicht so eine... Da wäre noch eine Bombe, die nehmen wir natürlich mit. Eine Schrottflinte, eine abgesägte. Ach, die können wir gar nicht. Nee, dann nehme ich sie nicht mit. Ja, eine Schrottflinte, die ist ein bisschen Schrott. Ja, genau, sagt ja auch schon das Wort. Wo ist jetzt hier die Army Base? Ich weiß nicht, ob ich es... Ach, ich meine, viel zu verlieren gibt es ja nicht. Ist ja cool, mit so einem großen Flugzeug. Scheiße, wir sind falsch. Ja, auf jeden Fall falsch. Wenn wir zum Flugzeug fliegen könnten, wie bei GTA 5. So ein Jet. Kann man wohl so ein Jet? Mhm. Krass. Da gibt's doch... Ah nein, da gibt's leider gar keine Brücke. Schwimmen können wir auch nicht. Aber in Vice City Stories gibt es da eine Brücke rüber. Die hätte ich genommen. Aber die gibt es ja nicht. Das ist natürlich die Frage, ob man da überhaupt jetzt hier so reinkommen in die Base, da wo der Hunter ist. Das wird jetzt natürlich hart. Aber so geht das gar nicht. Wir holen uns einfach einen Panzer, oder? Willst du ja gerade übernehmen und weitermachen? Nee, das machst du jetzt. Okidoki. Ganz einfache Geschichte. Eigentlich schon, aber ehrlich gesagt, aber auch nur, weil wir die Päckchen eingesammelt haben. Darauf nochmal ein High Five. Jawohl, Chaga hier. Ne? Chaga, Maga, Motherfucker. Der war gut. Hier so, ne? So, ein Panzer, da kann nichts passieren. Außer eine Minute später kippen wir uns. Außer du fährst nicht zu... Ja, du hältst nicht an und du kippst nicht um. Wo geht's denn jetzt hier raus? Ja, jetzt fährst du da einfach drauf. Ja, das mit dem Panzer ist jetzt natürlich eine langwierige Geschichte, aber... Aber dann packen wir das. Nee, das ist uns alles egal. Genau. Nee, scheiß doch drauf. Mal ist nur einmal im Jahr. Aber scheiß drauf, mal ist nur einmal im Jahr. Da ist die Spezialeinheit. Jetzt was oh wollt ihr, Gorinthenaffen, oh Kackas? Und Schalala. Und Lalahala. Allah Schalala. Ist eher türkisch, oder? Guck, da steht nochmal einer von ihnen. Wie hast du nochmal bei Sims 4 türkisch gesungen? Allah. Ja, irgendwie so ähnlich. Ach man, wir sind doch blöd und dämlich. Du übrigens auch. Nee, ich finde so, ich bin eher so ein langsamer Typ, also für mich ist das schon ordentlich. Power! Wir wollen ja hier was zeigen hier. Power. Was, Bauer? Ja. Bauer! Ich meine Power. So schnell fährt kein Panzer. Man könnte meinen, wir hätten On Speed eingegeben. Was wir auch haben, nicht? Das ist geil. Nach dieser Mission machen wir auf jeden Fall einen Kack. Einen Kack ins Klo. Bumm. 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 Weiß nicht, wärst du damit einverstanden, wenn wir uns Panzer cheaten? Ich meine, wir haben eh Zugriff auf Panzer. So hätten wir schneller Zugriff auf Panzer. Wir wollen das Spiel ja richtig schnell durchkriegen hier. Aber ich denke erstmal nicht. Erstmal nicht? Erstmal nicht, ne. Okay. Und plötzlich sind die Polizisten weg, ne? Also, das war's. Genau, vielen Dank fürs... Zuschauen, Zusehen. Dass du vor diesem Bildschirm gesessen bist und unsere... Was, das? Du auf diesem Bildschirm gesessen bist, oder was hast du gerade vor gesagt? Vor diesem Bildschirm. Ach so, hab ich gerade gesagt. In diesem Bildschirm. Ey, was labert der denn hier von Bullshit? Die Frage wäre eher, was höre ich denn von Bullshit? Was bist, du bist einfach Bullshit. Ja, und in diesem Sinne, Bullshit, gut zum nächsten Mal. Hey.